klar, liebe Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Damit willkommen zu einem super spontanen Video hier auf dem Kanal. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt hochlade. Wie ihr seht, habe ich es getan. Ich werde nämlich jetzt im Flieger, da ich ja gerne auch Geschmackstests mache und ja auch unter anderem Sachen miteinander vergleiche, ein Baguette aus diesem komischen Menü testen. Ob das was kann, ob es auch so aussieht, wie es hier drauf zu sehen ist. Ich muss jetzt den herstellen, ich muss den Tisch hochklappen. So, das soll das Baguette sein. Das ist ein, das muss ich euch mal ganz kurz vorlesen. Neues Genießen auf jeden Fall. Moment. Ich weiß nicht, ob man es hier auf dem Holzbrettchen serviert bekommt. Ich schätze nicht. Aber wir schauen einfach mal. Was steht drauf? Laugenstange mit gebratenen Hähnchenbruststreifen, Kräuter, Frischkäseaufstrich, getrockneten marinierten Tomaten und Grana Padano. Okay, gucken wir mal. Ich würde sagen, das bestelle ich mir gleich mal. Ach, warte mal. 4,90 Euro. Mal gucken, ob es das den Preis wert ist. Ich habe keine Ahnung, ob man mich überhaupt versteht. Wahrscheinlich nicht so gut. Aber das ist jetzt das Baguette. Ich habe es mir jetzt bestellt. 4,90 Euro. So sieht es von innen aus. Also, ich würde sagen, für den Preis recht mager belegt, meine Meinung. Also genau, was mir als erstes auffällt, wir haben hier auf dem Bild Salz auf der Laugenbrezel, was auch eigentlich Standard ist, haben wir hier auf jeden Fall nicht. Es gibt kein Salz. Ein bisschen schade, muss ich sagen. Hähnchen ist an sich eigentlich okay, könnten ein bisschen mehr getrocknete Tomaten sein, aber ich würde sagen, Geschmackstest, Freunde. Bisschen genommen. Ich muss sagen, sehr baguettelastig, sehr fluffig, sehr, also recht trocken, also es ist nicht knackig. So richtig Pesto schmecke ich nicht raus, es schmeckt schon eher nach Kräuterbutter. Getrocknete Tomaten kommen ganz gut durch, aber ein bisschen lasch im Geschmack. Hähnchen ist okay, könnte aber ein bisschen besser gewürzt sein. Also alles in allem recht fad. Mein Fazit an dieser Stelle auf jeden Fall. Hier seht ihr nochmal relativ viel Brot. Ne? Also ihr seht irgendwie mehr als irgendwie 70% des Gesamten bestehen irgendwie aus diesem dicken Brot. Weiß ich halt nicht, ob das so geil ist. Also klar, ich verstehe natürlich, dass das vorab gepacktes Baguette ist und dass das natürlich nicht knackig wie aus dem Ofen ist, aber ich finde es halt schon sehr trocken. So, finde ich jetzt nicht schlecht, aber 4,90 Euro ist viel. Ja, klar, wir sind im Flieger, die müssen auch die Kohle machen. Aber ich finde, es für den Preis kann man sich schenken. Hey Freunde, das war es auf jeden Fall von dem Spontantest aus dem Flugzeug. Hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht mache ich nochmal so ein bescheuertes Video einfach ganz spontan und würde sagen, bis zum nächsten Video auch rein. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und macht es gut.